Riesenerfolg in seinem letzten Springen. Der Holsteiner Wunderhengst Casal gewinnt den großen Preis von Hamburg. Sein Reiter, der Schwede Rolf-Göran Bengtsson, der in Breitenburg bei Itzehoe zu Hause ist, feiert beim Abschied seines 18-jährigen Weltpferdes einen grandiosen Erfolg und ist nahezu sprachlos. Einfach geniales Pferd und ich habe mich richtig gefreut, dass das so klappen konnte. Hatte ich mir nie geglaubt, Herr. Aber dass das so klappen kann, das ist einfach ein Traum. Sie gehen als letzte von 6 Paaren in Stechen beim Hauptspringen der Longines Global Champions Tour und deklassieren das Feld. Bengtsson gewinnt vor dem Niederländer Harry Smolders. Christian Ahlmann belegt als bester Deutscher Rang 3. Bengtsson kassiert für seinen Erfolg in Hamburg ein Preisgeld von 99.000 Euro. Direkt im Anschluss an seinen letzten Erfolg, der emotionalste Moment der Derbytage in Hamburg. Casal sagt Adieu. Und die Menschen im weiten Rund jubeln ihm ein letztes Mal zu auf seinem Weg in den sportlichen Ruhestand. Bei Rolf-Göran Bengtsson kein Gedanke, was danach sein wird. Dieser Moment gehört ganz alleine dem Pferd seines Lebens. Das war einfach eine Erleichterung, dass man konnte den Pferd aus dem Sport so bringen, dass er zeigt alle, wie gut er ist. Das Hamburger Derby 2017 ist aus Holsteiner Sicht ein ganz besonderes Derby, denn Casal Ask, der ja wohl Jahrhunderthengst, einer der besten Hengste im internationalen Springsport, wird im Rahmen des Hamburger Derbys an diesem Wochenende verabschiedet. Norbert Bohler ist der Geschäftsführer des Holsteiner Verbandes. Herr Bohler, Sie haben wirklich einen ganz besonderen Hengst mit Casal Ask gehabt. Ja, dessen sind wir uns bewusst, denn 13 Jahre Karriere, wie er das jetzt uns gegeben hat, sind, glaube ich, einzigartig und es ist ein ganz, ganz besonderes Pferd, das wir hier verabschieden. Und es war ein tolles Team, Rolf-Göran Bengtsson, seine Mannschaft und Casal. Der Züchter Wilfried Thomann ist auch hier zugegen beim Hamburger Derby. Herr Thomann, so einen Hengst züchtet man nur einmal im Leben, richtig? Ja, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich in meinem Leben mal so ein Pferd züchten werde. Und er war als Fohlen immer sehr aufmerksam, temperamentvoll, keck. Und schon sehr lebhaft. Aber es geht ja mit Casal Ask nicht zu Ende, sondern er wird nur aus dem Sport verabschiedet. Ja, er wird in der Zucht weiter eingesetzt und darüber freue ich mich ganz besonders.